Mich hat schon immer grundsätzlich sehr die Anatomie vom Menschen interessiert und einfach der Körper, das ist ein voll faszinierender, also was wir einfach können als Menschen. Habe dann ein bisschen überlegt, ob Medizin oder Pflege, und dann aber war für mich die Pflege eindeutig. Man ist super nah am Patienten und erlebt ihn einfach 24 Stunden mit in allen Lebenssituationen. Genau, und das ist einfach sehr schön. Es ist der geilste Job des Lebens, wirklich. Ich mag es nach wie vor gern. Ich vergleiche es immer mit einem Blumenstrauß. Ja. Du kannst so, da gibt es so viele Facetten in diesem Job. Du kannst es so weiterentwickeln, verändern. Es gibt einfach unzählige Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen. Es ist sehr, sehr sinnstiftend. Die Akademisierung in der Pflege war mir grundsätzlich auch immer sehr wichtig. Das hätte ich mir schon zu früheren Zeiten gewünscht. So wie es jetzt läuft, also nach 2 Wochen kann ich sagen, dass mir einfach irrsinnig gut gefällt. Und es geistert schon der Gedanke in meinem Kopf, könnte man vielleicht ja mal darüber hinaus dann auch noch ein Masterstudium machen. Wir haben eben dieses wissenschaftliche Arbeiten. Damit können wir anhand zum Beispiel, wenn Sie mir jetzt eine Studie vorlegen, könnte ich Ihnen sagen, ist diese Studie aussagekräftig? Könnte man das in die Praxis implementieren? Das ist halt der Schwerpunkt, den wir halt da jetzt dabei haben. Das Pflegestudium berechtigt mich dann, um mit Patienten und Patientinnen, Klienten, Klientinnen zu arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einmal die Grundprofession, die man mit dem Studium bekommt. Die hätte man auch durch das Diplom bekommen. Aber die Zukunftsvisionen, wie es dann weitergeht, das sind durch ein Studium, da beginnt erst die Reise. Weil ich habe hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann Experte in einem Thema werden, ich kann durch ein Masterstudium meine Kompetenzen erweitern und auch meine Tätigkeiten erweitern, oder ich kann sogar bis in ein Doktorat gehen. Und Pflege ist eine der einzigen Studienarten, wo ich hier wirklich von der Assistenz bis in ein Doktorat gehen kann. Viele Berufe haben das nicht.